Willkommen zurück zu einem neuen Top 5 Video. Heute spreche ich ein bisschen über meine 5 Lieblings-Fallout-DLCs aller Zeiten. Please, bring my daughter home. Auf Platz Nummer 5 hat es Far Harbor, das DLC von Fallout 4, geschafft. Das DLC ist um Welten besser als das eigentliche Spiel Fallout 4. So wie die Far Harbor gemacht haben, genauso hätte man eigentlich auch das ganze Hauptspiel machen müssen, weil so ist das Hauptspiel einfach nur ein riesengroßer Rummelplatz und egal welche Entscheidungen du triffst, es hat keine großen Auswirkungen, ne? Wie so ein kleines Kind wirst du ja in Hand genommen, aber Far Harbor ist halt düster, dreckig. Jede kleine Entscheidung, sei sie noch so unbedeutend, hat große Auswirkungen und kann in einem gewaltigen Blutbad enden und das gefällt mir so gut. Peace? You call murdering one of ours peace? Außerdem wird hier unser Begleiter Nick Valentine hier noch ein bisschen weiter aufgebaut. Hier erfahren wir mehr über seine Hintergrundgeschichte und ey, das finde ich so genial. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut und wir haben hier noch einen super sympathischen Begleiter, den wir auch rekrutieren können, nämlich den alten Longfellow. Ja, ein Mann, der wirklich wohl die tragischste Hintergrundgeschichte von allen Begleitern hat. Bei den anderen ist das jetzt nicht so gravierend. Ich meine, ich kenne deren Hintergrundgeschichten schon schön und gut, aber der Longfellow, das ist schon ziemlich hardcore. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass es jetzt nur eine wieder aufgewärmte Version von Point Lookout ist, ein DLC aus Fallout 3. Aber wo ist das Problem? Point Lookout war ja auch ein richtig starkes DLC gewesen. Und hier bei Far Harbor merkt man einfach, dass die Leute, die hatten Bock gehabt, die hatten mächtig Bock auf ein DLC gehabt. Und das merkt man überall. Deswegen ist zu Recht dieses DLC auf Platz Nummer 5. Careful. This could get out of hand real fast. Platz Nummer 4 belegt das Fallout 3 DLC The Pit. In diesem DLC werden wir versklavt und wir können uns entscheiden. Entweder arbeiten wir uns selber zum Raider-Unterdrücker hoch und unterdrücken die ganzen anderen Sklaven. Oder aber wir führen eine Revolte an. Wir führen den Widerstand an der Sklaven, erheben uns und stürzen das Regime. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil du bist halt wirklich dann ohne dein cooles Equipment aus dem Hauptspiel von Fallout 3, bist du quasi in dieser neuartigen Welt und alles ist kaputt und zerstört und total verseucht. Es gibt ja so eine Krankheit, die Menschen zu froschartigen Wesen mutieren lässt und du musst dir halt wirklich den Respekt erarbeiten. Sei es jetzt von den unterdrückenden Raidern oder halt von deinen Sklaven mitschreien, du musst dir halt diesen Respekt erarbeiten und es geht wirklich eine harte Arbeit. Und es ist wirklich hart in Pittsburgh zu überleben, aber ich nehme jedes Mal gerne die Herausforderung immer wieder an, weil es halt so viel Spaß macht, sich einfach durchzusetzen und zu zeigen, was für dicke Eier man hat. Platz Nummer 3 belegt Lonesome Road, einem DLC, wo wir uns auf die Spuren eines gewissen Ulysses machen. Das Gebiet ist wirklich ein unwirklicher Ort. Die Kreaturen, die sich da rumtreiben, verlangen dir alles ab. Du bist sehr alleine. Du hast lediglich die Holobänder, die du halt unterwegs findest von diesen mysteriösen Ulysses. Und zum Schluss stehst du halt vor der Wahl. Entschärfst du die ganzen Atombomben, die er abfeuern möchte? Oder feuerst du sogar selber Atombomben ab? Ich habe mich immer so entschieden. Ich habe Ulysses getötet und habe dann anschließend Atomraketen sowohl auf die RNK als auch auf die Legion abgefeuert, auf beide. Wenn du das gemacht hattest, dann konntest du nämlich spezielle Rüstungen von der Legion und von der RNK abstauben, die du halt so im Hauptspiel halt nicht bekommen konntest und auch sonst überhaupt nicht. Natürlich, du warst dann halt verrufen bei beiden Fraktionen, bei Seras Legion und bei der RNK, aber du wurdest ja begnadigt ab einer gewissen Stelle und zwar, da musst du vor das DLC spielen, dann die Hauptstory weitermachen und wenn du dann halt aus diesem einen Casino läufst, dann kommen dir ja Vertreter von der RNK und von der Legion entgegen und sagen, ja hier, du bist begnadigt und alle deine Verbrechen sind aufgehoben, von dem her bist du wieder neutral, das bedeutet, du hast das DLC gespielt, du hast Atomraketen gezündet, hast super fette, geile Rüstungen und es gibt keine Konsequenzen dafür, das ist mega geil, aber du musst wirklich dann vor die Reihenfolge machen. Erst das DLC, dann die Hauptstory, weil ansonsten ist halt kacke, weil dann bist du bei beiden Fraktionen verrufen und dieser negative Ruf, das ist halt jetzt nicht so gut für das Hauptspiel. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne noch eine Option gehabt, Ulysses halt mein Team zu rekrutieren. Ich hätte den wirklich gerne als Begleiter gehabt. Ich fand ihn wirklich sehr interessant. Es hat mir jetzt auch keinen Spaß gemacht, ihn umzubringen, aber das war halt ein Muss gewesen. Ich hätte ihn wirklich gerne so als Begleiter gehabt und wäre mit ihnen furchtbar gerne durchs Ödland gereist. Und demher hat Lonesome Road zu Recht den dritten Platz auf meinem Ranking erreicht.
You're the last one. Complete the mission. Endlich kommt, Männer! Endlich kommt! Ihr seid die besten Männer! Handverlesen aus den besten Armeen! Platz Nummer 2 belegt Broken Steel, einem DLC aus Fallout 3. Normalerweise sterben wir ja am Schluss von Fallout 3. Das wurde allerdings mit diesem DLC behoben. Wir sterben nun nicht mehr. Wir müssen ja in die Wasseraufbereitungsanlage eindringen und müssen das Passwort eingeben. Sache ist die, in dieser Kammer herrscht eine zu hohe radioaktive Strahlung und wenn wir da reingehen, kommen wir halt nicht mehr raus, es wird alles verschlossen. Natürlich können wir auch einen Begleiter vorschicken, ihm das Passwort geben und der gibt das Passwort ein, ne? Wie zum Beispiel Fox, das ist ein Zoom-Mutant, den juckt das nicht, oder hier unsere Maschinenbegleiter, wir können ja hier so Mr. Gatsi rekrutieren. Oder unseren Ghoul-Begleiter, wir können auch so einen Ghoul rekrutieren mit der Schrotflinte. Das juckt ihr nicht. Wir können aber auch Sarah Lyons reinschicken, aber das ist ziemlich lahm. Jedenfalls, egal wie das ausgeht, wir kriegen so oder so haufenweise radioaktive Strahlung ab und fallen ins Koma. Tot. Eigentlich wäre der Schluss, aber durch das DLC überleben wir ja. Und wir müssen uns dann halt mit unseren ganzen Taten, die wir zuvor in der Hauptstory und auch in diversen Nebenmissionen gemacht haben, wir müssen uns halt mit unseren Taten auseinandersetzen. Das kommt alles auf uns zurück. Wir können nämlich unter anderem auch in der Wasseraufbereitungsanlage das Wasser, das eigentlich bereinigt werden sollte, vergiften mit einem gewissen Virus, der alle Menschen, deren Gene leicht mutiert sind, sofort umbringt. Ja, es mag sein, dass wir in der Void aufgewachsen sind. Allerdings sind unsere Gene auch etwas mutiert. Das bedeutet, sobald hier dieses bereinigte Wasser in Anführungsstrichen trinken, sterben wir ebenfalls. Mir hat dieses DLC verdammt viel Spaß gemacht. Alleine, dass das Ende einfach mal aufgehoben wird und die Story einfach weitererzählt wird. Ich war am Boden zerstört, als ich dann das erste Mal Fallout 3 gespielt hatte und zum Schluss gestorben bin. Ich hatte einen Level 20 Charakter gehabt und auf einmal war Ende im Gelände gewesen. Das bedeutet, ich habe dann halt einen älteren Spielstand von mir wieder geladen gehabt, wo ich dann noch Level 17 gewesen bin. Und dann bin ich halt, habe ich das Ödland weiter erkundet, weil ich wusste ja, okay, Hauptstory mache ich nicht weiter, weil dann sterbe ich ja eh. Aber durch das DLC habe ich überlebt und das ist halt mega geil. Und es gab neue Perks, die du halt nehmen konntest und du konntest bis Level 30 aufleveln. Außerdem wird der Kampf gegen den Klammer weiter fortgesetzt. Die Leute, die unseren Vater auf dem Gewissen haben, gegen die konnten wir schön weiter Krieg führen. Und Krieg bleibt immer gleich. You are not welcome in this place. Platz Nummer 1 belegt ein weiteres Fallout 3 DLC, nämlich Point Lookout. Es ist ein weiteres DLC, wo wir uns auf eine andere Insel begeben. Nur dort sind wir noch einsamer als schon auf Verhaber. Gefühlt können wir nur mit 3 Leuten auf dieser Insel interagieren. Gefühlt. Ich weiß, da gibt es noch jemanden. Ich weiß, da ist noch jemand. Gefühlt sind es nur 3 Leute und haufenweise Hinterwäldler, die uns ans Leder wollen. Und Sektenspinner. Da gibt es ja solche Wahnsinnigen aus der Kirche. Ja, ich bin gerade gerne allein. Und wo ist das Problem? Wir kämpfen uns durch diese Insel. Es gibt zwar keinen giftigen Nebel, aber dafür will alles andere uns ans Leder. Alles nur, um die verschwundene Tochter zu finden. Ich weiß, bei Verhaber, da gab es auch schon eine Tochter, die wir wiederfinden mussten. Das war im Point Lookout nicht anders. Wir mussten da auch eine Tochter wiederfinden, die halt einigen Sektenspinnern die Arme gelaufen ist. Aber gut, sie möchte freiwillig die Insel verlassen, nachdem wir sie gefunden haben. Ich kann gar nicht sagen, wie lange ich einsam über diese Insel gelaufen bin. Auf dieser Insel gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, die wir wählen können. Wir können uns wieder für diverse Fraktionen entscheiden. Welchen Weg wir nehmen, bleibt natürlich uns überlassen. Weil ich finde, jeder sollte auf sein Herz hören. Denn das ist immer so die richtige Antwort im Leben. Mir hat es ja immer Spaß gemacht, nur mit meinem Regulatoren-Staubmantel und einem Revolver auf die Insel zu gehen und mir meine Ausrüstung vor Ort zu besorgen. Seid ihr auch der gleichen Meinung wie ich oder habt ihr noch andere DLCs? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.